Mercedes landet gerade einen erfolgreichen Konter in der Formel 1 gegen einen scheinbar schon halb oder dreiviertel als Weltmeister feststehenden Max Verstappen. Hat Lewis Hamilton jetzt nach Interlagos auch in Losail vor den Toren von Doha in Katar gewonnen und den Rückstand auf ein erkleckliches Maß eingedämpft, sind nur noch 8 Punkte. Gleichbedeutend damit, dass zwar Max Verstappen immer noch auf Platz 1 in der WM liegt, dass allerdings Lewis Hamilton im Falle von 2 Siegen bei noch 2 ausstehenden Rennen, jene Jeddah in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi auf Yas Marina Island, den Spieß aus eigener Kraft umdrehen kann. Das Ganze ging natürlich einher mit einer Glanzleistung vom 7-fachen Weltmeister beim letzten Lauf in Katar, ging auch einher mit einer Strafe gegen Max Verstappen, der 5 Startplätze verloren hat wegen eines vermeintlichen Gelbvergehens, von Startplatz 7 trotzdem auf Platz 2 nach vorne gefahren ist, damit so viel Schadensbegrenzung betrieben hatte wie möglich, aber letztlich gegen Mercedes, gegen ein offensichtlich übermächtiges Auto, doch keine Chance gehabt hat, Timo. Ganz, der Mercedes war einfach viel zu schnell. Ne? Ich glaube, das war, also da, auch wenn er von 2 losgefahren wäre, war einfach der Speed-Unterschied zu groß, um da irgendwas positiv zu bestellen. Ja. Wir haben eine relativ zerrupfte Woche hinter uns zwischen Interlagos und dem Rennen in Katar. Der ganze Tross ist natürlich direkt weitergereist vom einen Ende der Welt ans andere. Und während die unterwegs waren, hat sich hier im Hintergrund eine ganze Menge zugetragen, was ich einfach mal so ein bisschen rekapituliere und erzähle. Da kam am Dienstagmorgen, als ich auch irgendwo anders war, plötzlich der Hinweis auf ein Video, das zeigen soll, aus der Onboard-Perspektive über die Schulter geschaut von Lewis Hamilton, dass Hamilton während der Fahrt das Steuer zu sich hinziehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Video auch gesehen hat oder nicht. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe es vor allen Dingen dann auch, weil ich durch Zufall mit einem ehemaligen Formel-1-Piloten unterwegs war, noch dazu mit einem, der auch eine ordentliche Portion Grips hat, habe dem das Video gezeigt an dem Dienstag, als es bei mir früh morgens aufgelaufen ist. Und die erste Reaktion von diesem Ex-Formel-1-Piloten war, dass er sofort sagte, it's moving. Er sofort gesagt hat, das Lenkrad bewegt sich auf eine Art und Weise, wie es nicht sollte. Dann ging die Theoriererei los, was das machen könnte. Nämlich, da ging es wieder um das Absenken vom Heck und Hochfahren vom Heck, je nachdem, wie das Lenkrad gedrückt oder gezogen wird, um so auf den Geraden beim Drücken den Luftwiderstand runterzukriegen vom Mercedes, beim Ziehen in der Anbremszone hochzufahren, hinten mehr Abtrieb zu generieren. Und das wurde dann mal kurz hochgekocht. Allerdings relativ schnell wieder im Keim erstickt diese Diskussion durch das Wiederaufnahmeverfahren gegen Max Verstappen für seine angebliche Rüpelei beim Überholtwerden in Interlagos. War das Ganze, Inga, Sturm im Wasserglas oder war das tatsächlich ein realistisches Thema in Katar? Sagen wir es mal andersrum aufgerollt, so sehr, wie die beiden sich auf und neben der Strecke bekriegen und so sehr, wie Red Bull ja schon versucht, auch mit dem Heckflügel und anderen Sachen irgendwo einen Weg für einen Protest zu finden, glaube ich, wenn dieses Lenkrad, diese Lenkradgeschichte mehr Hand und Fuß hätte, dann hätten wir mehr davon gehört. Und zwar hätte Red Bull dann noch mehr darauf hingewiesen und hätte auch von selber in den Fernsehinterviews in Katar darauf hingewiesen und was gesagt. Und das haben sie nicht getan. Und deswegen glaube ich, entweder sparen sie sich's auf, aber das glaube ich nicht. Oder aber tatsächlich, es hat eben keinen Hand und Fuß. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast oder nicht. Ich habe es ja auf pitwalk.de nicht veröffentlicht, weil es eben, weil wir keine Rechte an bewegten Formel-1-Bildern haben. Aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es erst einmal prüfen lassen. Erst habe ich mir selbst angeschaut. Ich habe ja sowas auch schon öfter gesehen. Und zweitens dann eben prüfen lassen von einem ehemaligen Formel-1-Piloten, bevor ich den Text dazu geschrieben habe. Und um wirklich zu sagen, lass da mal einen drauf gucken, der Ahnung von sowas hat. Kann da was dran sein an dieser Theorie, zu sagen, über das Lenkrad, über diese DAS-Bewegung, wie sie schon mal da gewesen ist, wird das Ding vorne hinten abgesenkt und wieder hochgeholt? Also sehe ich schon so, weil, sag mal, glaube, Interlagos war, man hat gesehen, die waren alle relativ mitgenommen, es geht andersrum, es ist anti-clockwise, die waren alle fahrisch oder konditionell waren die schon gefordert, die Jungs. Ja? Und jetzt ist es ja so, dass diese Bewegung, die einfach da war, eine unnatürliche ist. Das heißt, beim Bremsen das Lenkrad zu dir ziehen, in dem Moment, das ist eine Bewegung, die du als Fahrer nicht machst. Und beim Beschleunigen ist nach vorne drücken, ist auch gegen die Kräfte. Also das ist unlogisch, diese Bewegung auszuführen, wenn man dort nicht irgendwas mit, wie soll man sagen, bewirken möchte. Das mal vorsichtig neutral zu formulieren.
Und das ist das eine. Und ich glaube, was ganz klar ist, wenn da irgendwo ein Spiel im Lenkrad gewesen wäre, wie es ja dann gesagt wurde, ist einfach ein bisschen Play drin gewesen hin und her, dann wäre der Hamilton sicherlich der allererste gewesen, der da in aller Größe und Güte drüber gejammert hätte, wie er dann diesen heroischen Sieg gefeiert hat, trotz dieser ganzen Stolpersteine, die ihm da in den Weg geworfen wurden. Und sag mal, das andere Thema ist halt, das ist ja erst nach dem Rennen, glaube ich, irgendwie montags oder dienstags irgendwo aufgefallen. Und am Ende wird so ein Formel-1-Auto nach den Rennen da komplett demontiert und gecheckt und geprüft. Wenn man jetzt irgendjemandem was Böses unterstellen würde, dann wäre es auch genauso möglich, dass das Teil einfach ausgebaut ist und jetzt in irgendeiner Schublade liegt. Wenn man dem Glauben schenken möchte, dass da eben was im Busche war. Für mich, wir bewegen uns wieder im Konjunktiv. Genau, ich habe da meine Meinung zu. Für mich ist es sehr unlogisch, die Bewegung, die dort stattgefunden hat, dass die konstant ausgeführt ist gegen die Kräfte. Das ist für mich nicht schlüssig. Aber da wird es bestimmt auch eine ganz glatte Erklärung für geben, warum das so war. Aber für mich erschließt sich das nicht als logisch und das ist meine Meinung dazu. Sag mal, Norbert, ganz kurze Frage. Ich habe es wirklich nicht gesehen, dieses Video. Ist denn da klar zu erkennen, dass es nicht vielleicht ein anderes Rennen ist, weil bei so einer Onboard? Und die andere Frage, man kann sowas das ist sicher an den Randsteinen von Interlagos. Die sehen ja anders aus als beispielsweise in Monaco. Und auch nicht letztes Jahr Interlagos? Habe ich vergessen, aber das war nun eindeutig das diesjährige Auto. Okay. Weil man kann ja sowas auch dementsprechend manipulieren und wenn man sowas lanciert, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Aber ich bin fest also, Timo, davon überzeugt. Also hast du es gesehen? Ich glaube, das war schon ziemlich eindeutig, dass das nicht Singapur 2018 gewesen ist. Und auch nicht manipulierbares Material, das da irgendjemand dran editiert hat oder so. Also das ist ja aus dem Live-Feed des Formel-1-Dings. Also entweder hat Liberty Media das offiziell dann gemacht, was ja nicht glauben würde. Nein, das ist schon, glaube ich, ganz klar Interlagos gewesen, das Video. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Ich bin bei sowas immer vorsichtig und ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn da wirklich was war, die Rennleitung schaut sich ja sowas auch an und eben, wie gesagt, auch Red Bull. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, genauso wie ich weiß, dass früher zum Beispiel in den Zeiten, als Michael Schumacher bei Benetton war, da hatte Benetton tatsächlich ehemalige MI6-Mitarbeiter angeheuert, die den damals noch gescrambleten, also dekodierten Foxenfunk der Konkurrenz von Williams zum Beispiel dekodiert haben, um den abzuhören. Insofern gehe ich davon aus, dass heute jedes dieser Teams auch jemanden da sitzen hat, der ganz besonders nur die Onboards anschaut. Wenn man zum Beispiel Pay-TV guckt oder auch F1-TV, kann man ja in den Onboard-Kanal sogar reingehen. Und wenn ich jetzt Red Bull wäre, und dann würde ich aber, wenn ich da wirklich was dran sehen würde, dann würde ich richtig die Welle machen da draus, oder? Oder nicht? Timo? Also ich weiß nicht, wie aktiv die Onboards dort anschauen und. Das kann ich nicht sagen. Es war halt schon auch so, dass es jetzt nicht wie bei dem DAS war, wo du ewig hin und her, das war ein sehr geringere Bewegung, ja, aber sag mal, das ist ja ein mechanisches Thema gewesen. Das heißt, man hat wirklich die Lenkung quasi, muss man sich vorstellen, die komplette Lenkung nach hinten gezogen auf einem Schlitten, um dann die Spur einzustellen. Es war einfach ein rein mechanisches Device und das, was dort an Mitbewegung war, würde, wenn man jetzt diese Verschwörungstheorie weiterspinnen möchte, sicherlich reichen, um irgendetwas wie soll man sagen, dort zu aktivieren oder ähnliches. Also die Möglichkeit gäbe es, dass dort durch irgendwelche Schalter oder sonst irgendwas was aktiviert war. Das ist halt eine ganz, ganz anderes Thema, weil das eine war ja ein homologiertes System, was mechanisch ausgelöst war und das andere, wenn man jetzt irgendwie diese Theorien dort weiterspinnt, ist ja irgendwas, wo man quasi wie einen Schalter nur ein kleines Klick machen muss. Also das ist
merkwürdig. Ja, nicht vergleichbar. Also es sah auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig aus. Ich fand es merkwürdig, dass da keinerlei weiteren Beschwerden vom Fahrer war und halt auch nur an dem einen Auto war, ja. Ich fand es halt auffällig tatsächlich, weil ich kann natürlich auch zwei und zwei zusammenzählen, wenn mir irgendjemand so ein Video schickt und sagt, guck dir das mal an, dies und jenes wegen, dann hat er natürlich nicht im Sinne, mir damit einen Gefallen zu tun, sondern tut das, weil er ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgt, dass das im Idealfalle veröffentlicht wird, um damit eine gewisse Kommunikation, ein gewisses Narrativ, wie man heutzutage so schön sagt, einzuleiten. Und eben das Glück war tatsächlich, dass ich dieses Video gehabt habe und neben mir am Frühstückstisch dieser ehemalige Formel-1-Fahrer saß. Und der hat sich das auf dem Handy hier angeschaut, auf diesem kleinen Ding, ohne dass ich ihm gesagt habe, achte mal darauf, guck dir nur dieses Video an. Und das Erste, was er halt, wie gesagt, sagte, it's moving. Das heißt, es war offensichtlich schon so viel Spiel, dass du als Rennfahrer und du als Ex-Rennfahrer, Timo, das sind wir vorher auch, erkennen kannst, dass das unnatürlich ist, dass ein Lenkrad sowas vor deiner Brust normalerweise nicht macht. Wir können das weniger beurteilen als ihr. Und da ist ein Formel-1-Fahrer schon mal dreimal. Das willst du auch gar nicht haben, ne? Also das ist das Nächste. Also wenn das Lenkrad irgendwie Spiel hat, das ist das, was du am allerwenigsten haben willst, neben losen Gurten oder sonst irgendwas. Das ist für dich das direkte Feedback vom Auto. Und da willst du nicht irgendeinen Geschlacker oder sowas drin haben. Also das ist fürs Fahrgefühl eine Katastrophe. Und da schreit keiner Hurra. Im Umkehrschluss, wenn es dann mal locker ist, was für einen Gründen auch immer, ist das Gejammer halt auch extrem groß. Deswegen, dass sowas versehentlich passiert, halte ich für unwahrscheinlich. Aber jetzt haben wir ja dieses Lenkrad als eine These. Dann kam irgendwann zwei Tage später ein Video über einen vermeintlichen Bruch der Parc-Fermé-Regeln, weil die Physiotherapeutin, glaube ich, war es von Hamilton, dem irgendwas in die Hand gedrückt haben soll im Parc-Fermé, was er dann mitgenommen hat zum Auto. Das waren aber dermaßen verwackelte Bilder, dass ich gesagt habe, das, der Aussagewert ist gleich gegen null. Da wird nicht weiter darauf eingegangen in der Berichterstattung. Dann kam das Thema der Kratzspuren am Heckflügel, wo sich angeblich das untere Element öffnen soll, wenn der Fahrtwind sich darin verfängt auf den Geraden, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Dann kommt Mercedes immer noch mit der Argumentation, man hätte ja in Interlagos diesen neuen Motor gefahren, frischer, besser besohlt, besser eine Leistungsausbeute. Das sei die Erklärung für dieses ganze Leistungsdefizit. Das war mal die Mercedes-Seite aufgedröselt. Also haben die ein absenkbares Auto, haben die einen sich öffnenden Heckflügel, haben die einfach nur einen frischeren Motor, den sie wieder zurückgebaut haben für das letzte Rennen in Katar. Ist das die Erklärung dafür, dass das Hamilton-Auto so viel schneller ist als alles andere? Und dann auch in Tateinheit, Timo, Red Bull hat ja zugegeben, dass sie sich in Losail vertüdelt haben mit dem Heckflügel. Die haben den flachen, den kleinen Heckflügel nicht einsetzen können, weil da das obere Element geflattert hat, wenn das DRS auf war. Das heißt also, dass diese Flatterbewegung hätte erstens dazu führen können, dass das Ding kaputt geht. Zweitens, dass wenn es dran geblieben wäre, das stört dieses ewige Hin- und Herflattern des oberen Elements natürlich den Luftstrom in Richtung hinter des Autos und beeinflusst damit die Unterdruckzone, wo die Luftströme sich treffen. Das heißt also, die ganze Aerodynamik des Heckflügels ist durch so ein Flattern eher gestört, als dass es das einem nützt, wenn man da ein leichtes Heckflügelelement drin hat. Daraufhin hat Red Bull einen riesen Heckflügel draufgeschnallt, den einzigen, den sie finden konnten offensichtlich noch, nämlich den, mit dem sie auch in Monaco, in Budapest wahrscheinlich auch und auf jeden Fall in Mexiko gefahren sind. Und der war natürlich viel zu groß für das, was sie eigentlich gebraucht haben in Katar. Sind das in sich logische Gründe? Ist das eine Summe aus allem Vieren? Oder ist da tatsächlich ein Element, was raussticht, wo man sagen muss, da sollte man nochmal genauer hingucken, weil das eine Mercedes-Dominanz erklären könnte in Interlagos und oder in Katar? Also ich glaube, wenn man so subjektiv für mich Mexiko Qualifying, Brasilien Rennwochenende und jetzt Katar, hat Red Bull das Abstimmungsfenster nicht optimal getroffen von dem Auto. Ich glaube, die sind da ein bisschen unter ihrem eigenen Wert gewesen. Das hört man zwischen den Zeilen auch raus, wenn Dr. Marco in den Interviews dort Kritik ansetzt, dass sie es halt selber maximieren müssen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist nie ideal, wenn du da mit den Flügelkonfigurationen wechseln musst, weil, es ist ja nicht so trivial, dass du da einfach einen größeren Flügel drauf machst, dass mehr Abtrieb, sondern es sind ja viele Dinge, die dort mit verzahnt sind und das ist sicherlich nicht ideal. Auch nicht zuletzt von der Fahrerkomponente, weil das sind ja natürlich alles Abtriebswerte, wo du dich auch entsprechend einstellen musst und das
zu maximieren. Das kann man jetzt einem Max sicherlich unterstellen, dass er das hinbekommt. Aber das ist sicherlich... Schönes Wortspiel. Ja, aber das ist sicherlich von der Seite her, glaube ich, ist da die Hausaufgabe, dass bei der Red Bull, dass die in Jeddah einfach ihren Zeug sauber, vernünftig durchziehen und ihren Job maximieren. Und dann sieht man einfach, wie viel schneller oder ob der Mercedes schneller ist. Für mich die Bilder von dem Heckflügel mit den Schleifspuren, die hat der Jos mir relativ früh geschickt. Da gibt es, finde ich, keine zweite Meinung zu, wenn dort das Flügelelement sich im hinteren Bereich dort verbiegt. Und dann halt noch diese Spuren, weil das Carbon, was an Carbon reibt, deswegen gibt es halt Spuren. Das ist sicherlich offensichtlich, was da passiert. Ob es dem, was Toto entsprechend sagt, dass es im Bereich des Erlaubten ist und, ob das so ist, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass jetzt nach Katar diese Flügel scheinbar nicht mehr zum Einsatz gekommen sind. Und das wird scheinbar von der FIA mehr kontrolliert. Ja. Es gibt strengere Tests, definitiv. Genau. Also diese Flügel scheinen so nicht mehr im Einsatz zu sein. Ja, und dann halt dieses Video, wo die Angela Cullen dem Lewis Hamilton da irgendwas in die Hand drückt, im Parc Fermé. Da würde ich jetzt auch gar nichts in erster Linie mal unterstellen, dass sie dem da irgendwas gibt, was da illegal ist, aber nichtsdestotrotz ist das ein glasklarer Verstoß gegen die Parc Fermé-Regeln. Und das ist schon sehr verwunderlich, dass in so einer Phase, wo jetzt, glaube ich, auch dem letzten Idioten klar ist, dass da jeder überall bei jedem Millimeter genau hinguckt, dass sowas da passiert. Also das finde ich schon eigentlich schockierend, dass die sich mit solchen Sachen dort in so dünnes Eis bewegen. Und aber entschuldige, wenn ich da einhake ganz kurz. Ich meine, dass das schon immer so ist und bei allen Rennen so gewesen ist, dass zum Beispiel die Fahrer haben ja dann auf dem Podium bei den Interviews ihre Uhr vom Sponsor an. Und die haben sie im Rennanzug nicht an, weil sie es ja auch nicht dürfen. Und zum Beispiel sowas wird dann, genauso wie die Kappe, die sie dann auch vom Trainer oder von der Trainerin bekommen, wird dann dem Fahrer in dieser Situation gegeben. Und ich meine, dass das sowas war, also ohne jetzt irgendjemand was unterstellen zu wollen. Aber wie du sagst, die sind aber auch nicht so dumm, dass sie unter den Augen der Öffentlichkeit, wo jede Kamera, jede Ecke ausgefilmt ist, da was machen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das der Lewis hatte dann nämlich danach auch tatsächlich diese Uhr an, dass das zum Beispiel die Uhr gewesen sein könnte. Diese Utensilien wie Kappe, Mundschutz, Uhr und was auch immer da noch alles kommt, die sind normalerweise da, wo die ihre Helme hinlegen, wo eine Wasserflasche und Dings ist, werden die Sachen deponiert, dass das ein kontrollierter Vorgang ist, dass da nicht irgendwas ins Parc Fermé reingereicht wird. Also, ich habe mal ein Auge drauf, vielleicht irre ich mich auch. Hab mal lieber ein Auge darauf, Inga, was jetzt genau mit diesen Heckflügeln passiert. Du sagst, es gibt stärkere oder striktere Tests. Seit wann, ja. Ab wann und wie sehen die aus? Ich glaube, seit Brasilien, also in Katar jetzt schon. Und das hat auch Toto Wolff gesagt, die FIA hat ihre Tests für aber die Flügel oder grundsätzlich auch die Tests wohl verschärft, wahrscheinlich vor allem für die Flügel. Und das natürlich wohl auch auf Anfrage von Red Bull. Interessanterweise wurden diese ganzen Flügeltests von Anfang der Saison her schon mal verschärft auf Anfrage von Mercedes. Weil wir erinnern uns, anfangs hatte Mercedes ja die Flügel von Red Bull in Verdacht. Also das ist schon hier ein ich würde mich freuen, wenn der Kampf tatsächlich nur auf der Strecke ausgetragen wird. Aber ich habe jetzt Bilder gesehen, ich muss da hier wirklich mal zitieren, F1 Subreddit. Das ist ein Twitter-Account und der hat Fotos gepostet. Auch die könnten manipuliert sein. Ich bin da ganz vorsichtig. Aber der hat Fotos gepostet, da muss ich jetzt mal drauf achten, dass bei den Boxenstopps, da gehen die ja normalerweise hin, die haben ja ihre Schlagschrauber-Zuläufe so quer über die Box, über diesen Stopppunkt hängen. Und das sind ja inzwischen schon richtig tolle Installationen. Und dann hängt das da, ist da so quasi wie so ein Regal oben drüber oder so ein Rohr oben drüber. Und dann kommen die Kabel runter und dann liegt der Schlagschrauber auf dem Boden
also quasi auf der boxenäußeren Seite in dieser Boxengasse. Und der hat jetzt Bilder gepostet, dass also seit einigen Rennen sowohl Mercedes als auch Red Bull nicht mehr diese Kabel von den Schlagschraubern zurückziehen, wenn der andere an seine Box ranfährt bzw. rausfährt. Der eine ist vorne dran, der andere ist hinten dran. Und bei anderen Teams wird es weiter gemacht. Auch das würde ich jetzt mal nachvollziehen oder besser mehr verfolgen beim nächsten Rennen. Aber auch das wäre wieder ein Punkt, so nach dem Motto, das ist ja nichts, was gemacht werden muss. Das ist so ein Gentleman's Agreement. Und ich glaube, Sebastian Vettel hat letztes Wochenende gesagt, Gentleman, das ist eigentlich nur noch das Wort. Ja, oh, Gentleman in der Formel 1 gibt es kaum, Timo. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert. Ja, es ist, glaube ich, klar, dass da, ich meine, auch mit den Flügeln Anfang des Jahres, es ist die Natur der Geschichte, dass dort alle am Maximum sind und versuchen, ihren Vorteil dort rauszuziehen. Und Red Bull musste nachbessern. Das ist natürlich immer eine Frage, was steht im Reglement? Wie wird das entsprechend getestet? Und da wird man natürlich immer schauen, dass man dort das Maximum für sich selber rausholt. Und das ist der Job eines jeden Teams dort. Und deswegen ist das, glaube ich, der noch ganz normale Prozess bei der ganzen Geschichte für. Und wie soll man so sagen, die, ich weiß nicht, wie viele Ingenieure mag die vier da haben? 10, 12, 15, 4, ich weiß es nicht. Und die können natürlich niemals so gut alle Teams im Detail im Überblick haben. Und da ist der Input der einzelnen Teams natürlich immer der dort auch entsprechend solche Kontrollen forciert und das entsprechend verbessert oder die Kontrollen effizienter macht. Also das ist ein ganz normaler Prozess, der dort, sage ich mal, ist. Und natürlich, Mercedes hat gejammert mit den Frontflügeln, glaube ich, die es da waren, die sich entsprechend verzogen hatten. Und jetzt ist es genauso umgekehrt, der Heckflügel. Da muss jeder schauen, dass er mit seinem Zeug soweit sauber ist. Wenn die Tests nachgebessert werden, muss man halt nachbessern. Das ist einfach so. Nur ist natürlich ein bisschen prekäre Situation, wenn man vorher auch den einen gezeigt hat und dann im Endeffekt dasselbe Medium für sich selber anwendet. Das ist natürlich dann, hat ein bisschen den Geschmäckle, ob das jetzt großartig positiver oder negativer ist, das würde ich jetzt gar nicht mal beurteilen. Überall mit harten Bandagen gekämpft. Entschuldigung, Norbert. Von dem mal abgesehen, was heißt das Ganze jetzt denn für die nächsten Rennen, wenn die Theorien so weit stimmen, dass man sagt, man hat jetzt vielleicht die Flügelei aussortiert, aber wie Inga sagte, das Geflügel auch schon aussortiert und aufgestellt, was man nicht mehr verwenden darf, vor Katar. Das heißt dann ja, dass der Mercedes in Katar schon mit einem nicht mehr umklappbaren Flügel gefahren ist, von dem vermeintlichen oder tatsächlichen Absenken der ganzen Fuhre mal völlig zu schweigen. Denn ich glaube nicht, dass sie das nochmal fahren würden, wenn der Verdacht im Raum steht. Da wäre einfach dann die Gefahr zu groß, dass sie das, wenn einmal gesagt wird, da musst du hingucken, dass tatsächlich einer hinguckt und das Ding dann hochgenommen wird. Also gehen wir mal davon aus, dass der Mercedes in Losail so gefahren ist, auf jeden Fall, wie er dem Reglement zu 100% entspricht. Oder Timo, was dann gleichzeitig aber auch bedeutet, das Ding ist auch in der Konfiguration legal, einfach zu schnell gegen Max oder für Max Verstappen momentan. Ja, also ich glaube, das Thema in Brasilien, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Speed-Unterschied, den wir dort gesehen haben, der ist massiv gewesen und ist für mich mit den Argumenten, die dort angeführt wurden, eigentlich ist das nicht genug belegt. Das ist mein Gefühl dazu. Jetzt in Katar war es, glaube ich, das normale Bild. Jetzt wird man sehen, wenn in Jeddah dieser Motor wieder zum Einkurs kommt, ob das wirklich so viel Delta nochmal bringt oder nicht. Das wird sich dann ja relativ einfach schwarz auf weiß zeigen. Unbestritten ist das Kräfteverhältnis momentan Richtung Mercedes, die dort eine deutliche Oberhand haben, glaube ich. Und Jeddah wird
glaube ich, sein, wer es da am effizientesten auf die Strecke umsetzt, neue Strecke, neuer Belag. Da werden es viel Varianz an dem Wochenende geben, wer das da sauber umsetzt. Und ich glaube, wer den Grand Prix gewinnt, der wird das Ass im Ärmel halten, um Weltmeister zu werden. Wenn es der Lewis gewinnt, dann gehen die mehr oder minder punktgleich nach Abu Dhabi und dann ist es ein extrem schwieriges Thema, wenn es der Max schafft zu gewinnen oder halt vom Lewis anzukommen. Dann ist der WM-Kampf da wieder offen, dass er es nur noch verwalten muss in Abu Dhabi und locker Zweiter werden kann. Also das wird wahrscheinlich der absolute Schlüssel da sein. Also wir halten fest zum Abschluss der Runde, dass wer Jeddah gewinnt, auch der neue Weltmeister des Jahres wird, sagt Timo Rumpfkeil als Experte, der Teamchef vom Team Motopark. Danke Inga Stracke, danke Timo Rumpfkeil, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hören uns mit Inga für den Podcast vor Jeddah wieder und mit Timo und dann hoffentlich auch wieder mit Lukas Luhr zur Expertenrunde nach der Formel 1 Feuertaufe in Saudi-Arabien. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Teilt uns gerne, gebt uns gerne Likes, Däumchen und Abos im Internet, sodass wir uns weiter verbreiten und wir sehen und hören voneinander. Bis bald. Danke. Ciao.